Hallo, herzlich willkommen, ich bin Silke und heute gibt es ein neues Video und zwar geht es um reines Bodyweight-Training, also es ist ein Training mit dem eigenen Körpergewicht. Wir brauchen nur eine Matte, wir machen uns circa 10 Minuten warm und dann haben wir zwei Blöcke mit jeweils 10 Übungen. Wir trainieren jede Übung eine Minute und haben dann eine halbe Minute Pause. Wir springen wirklich nicht, es geht darum, dass wir gelenkschonend trainieren und ich kann euch sagen, es ist wirklich trotzdem ein ganz, ganz anstrengendes Training. Ich freue mich auf euch und jetzt geht's los. Wir beginnen jetzt mit 10 Minuten Warm-up. Wir gehen auf der Stelle, nehmen die Arme mit. Nach den 10 Minuten haben wir eine kleine Pause und dann kommen 10 Übungen, Bodyweight-Übungen. Ich versuche mal heute nicht ganz so viel zu springen, aber es schon anstrengend zu machen, ja? Und die Beine immer mehr nach oben. Arme mitnehmen, Bauchnabel zu Wirbelsäule. Und wir gehen höher mit den Knien und wir nehmen die Arme mit. Ein ordentliches 10 Minuten Aufwärmtraining. Und dann geht es in unsere Bodyweight-Übungen. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und die Beine zur Seite, rechts, links. Zehn, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und auf der Stelle schnell gehen, schnell tippeln und schneller. Bauchnabel bleibt Richtung Wirbelsäule gezogen. Und ganz schnell. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und schulterbreit auseinander. Und Ausfallschritte nach hinten. Und jetzt gehen wir nach hinten und kicken dann nach vorne. Wir gehen nach hinten, kicken nach vorne. Nach hinten, kicken. Noch zwei. Noch einmal. Und wir gehen mit rechts nach hinten. Kick. 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 Letzte Mal. Kick. Und wir gehen wieder auf der Stelle und nehmen die Arme mit nach vorne und kreisen. Ungefähr noch 6 Minuten und schneller. Bauchnabel bleibt Richtung Wirbelsäule gezogen. Und noch schneller. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und nach hinten. Erstmal moderates Tempo. Bauchnabel bleibt Richtung Wirbelsäule gezogen. Da haben wir damit immer eine starke Körpermitte. Und schneller. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Seiten verkehrt. Dabei gehen wir auch weiterhin auf der Stelle. Ein Arm nach vorne, ein Arm nach hinten. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und wechseln. Seiten wechseln. Und 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rechtes Knie zum linken Ellbogen und schön ausdrehen. Schön hoch die Beine, auch weiterhin starke Körpermitte, Bauchnabel bleibt Richtung Wirbelsäule gezogen. Und noch 5, 4, 3, 2, 1. Und wir gehen schulterbreit, bisschen mehr schulterbreit. Und wir gehen in die tiefe Kniebeuge. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und letzte Mal und wir bleiben etwas mehr als schulterbreit auseinander und schwingen mit dem rechten Bein nach vorne und nach hinten. Die Arme nehmen wir seitenverkehrt mit. 10, 9, 8, Bauch bleibt weiter drin. 5, 4, 3, 2, 1. Und wechseln das andere Beinchen. Rechts ist jetzt Standbein, Bauch rein und los. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und die Beine nach außen ausdrehen. Rechts, links. Noch 2,5 Minuten haben wir, circa. Wir nehmen das jetzt nicht so ernst. Nicht auf jede Sekunde. Und schön nach außen drehen. Noch 5 jede Seite. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Noch einmal. Und jetzt von außen nach innen. Von außen nach innen. Von außen nach innen. Und jede Seite 5. 4. 3, 2, letzte Mal und wir gehen auseinander, ziehen an und tief, rechts und tief, links zum Po treten und tief und Arme nehmen wir mit, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und wir bleiben unten. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und wir schließen und öffnen. Letzte Minute. Und los. Arme nehmen wir mit. Und noch 40. Noch 30. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen Gas und dann sind wir nämlich fertig mit dem Warm-up, haben ein bisschen Pause, können was trinken. 15 und die letzten 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1. Sehr schön. Warm-up fertig. Jetzt fangen wir an mit den Übungen. Reine Bodyweight-Übungen. Kein Gespringe heute, kein Gehüpfe. Aber es wird auch anstrengend. Die erste Übung, ganz einfach, schöne, tiefe Kniebeugen. Ja? Und bei der zweiten Übung gehen wir dann wieder runter. Das heißt, wir wechseln ab zwischen Boden und wieder stehen, Boden und wieder stehen. Ja? Kurz entspannen. 10 Übungen sind es. Haben noch 30 Sekunden Pause. Beine schön ausschlagen. Wichtig bei der Kniebeuge ist, hüftbreit. Und wir gehen so tief, wie es geht. Wichtig ist aber, dass wir das meiste Gewicht auf dem hinteren Fuß haben. Ja? Und die Knie sich oberhalb vom Sprunggelenk befinden. Ansonsten geht jeder nur so tief, wie er kann. Ja? Eine Minute lang einatmen, tief ausatmen, hoch. In 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und los. Einatmen und aus. Bauch bleibt Richtung Wirbelsäule bezogen. Noch 25 Sekunden. Dann habt ihr wieder 30 Sekunden Pause. Dann gehen wir nämlich runter in den Unterarmstütz. Und noch 15. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Sehr schön. Wir gehen jetzt runter. Direkt in den Vierfüßlerstand. Ja, wichtig, Hände unter der Schulter, Knie unterm Becken. Jetzt gehen wir genauso runter, sind schon in der richtigen Unterarmstütz. Jetzt einfach nur mit dem rechten Bein nach hinten, mit dem linken Po ein bisschen noch nach unten, sodass wir eine gerade Linie haben. Ja? Und wir halten einfach nur eine Minute. In 1 und 0 und go. Schön den Nacken lang. Schulterblätter an der Wirbelsäule entlang nach unten. Spannung. Ganzer Körper wird angespannt. Po, Oberschenkel, Schulter. Versucht mal die Hände, also die Unterarme, so richtig nach innen so ein bisschen zu schieben. Macht dann noch schön die Brustmuskulatur. Und halten. Noch 30. Und noch 20. Po anspannen. Bauch rein. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Knie langsam auflegen und entspannt nach oben. Wir machen jetzt den Ausfallschritt und bleiben zweimal hinten. Das heißt, weit nach hinten, eins, zwei, hoch und dann mit dem anderen Bein, ja? Fangt an, indem ihr auch wieder schulterbreit euch hinstellt, Bauch rein, Spannung gerade machen, Schulterblätter Richtung Wirbelsäule nach unten in die Hosentaschen und los. Rechtes Bein nach hinten und eins, zwei, hoch, links, eins, zwei. Oben bleibt ihr gerade, rechts. Eins, zwei. Links. Eins, zwei. 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 Rechts. Eins, zwei. Minute ist relativ schnell vorbei.
Deshalb kann man da richtig Gas geben. Noch 10 Sekunden. 1, 2. Und letzte Mal. 1, 2. Einmal geht noch. 1, 2. Und Pause. Wir gehen wieder runter. Gehen in die Liegestützhalte. Aus dem Vierfüßlerstand. Bauch rein. Hände unter der Schulter. Knie unterm Becken. Rechtes Bein nach hinten, linkes Bein. Stabile Körpermitte. Und jetzt nur die Knie Richtung Boden und wieder hoch. Knie Richtung Boden und wieder hoch. Ja? Nur kurz antitschen. Okay. In 3, 2, 1 und go. Titsch und wieder hoch. Die Kraft im Bauch bleibt, also weiterhin den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule ziehen. Der Po bleibt angespannt. Und ihr drückt euch aus dem Schultergürtel richtig weit nach oben zur Decke. Einatmen und aus. Wer es nicht ganz durchschafft, macht eine kurze Pause und macht dann wieder einfach weiter. Noch 20 Sekunden. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und wir kommen wieder schön nach oben. So, jetzt gehen wir, sind wir wieder oben, stehen oben, aber wir kombinieren jetzt oben mit unten. Das heißt, wir gehen langsam runter, berühren den Boden, krabbeln nach vorne in die Liegestützhalte und krabbeln wieder nach hinten. Ja, auch eine Minute und es geht los in 5, 4, 3, 2, 1 und runter. Nach vorne krabbeln, schön halten, so 2-3 Sekunden mit der Spannung im Bauch, mit der Spannung im Po und wieder hoch. Tief nach vorne. Schön den Bauch anspannen. Und langsam wieder nach oben, langsam wieder nach unten, nach vorne krabbeln, Spannung halten, starke Körpermitte die ganze Zeit durchhalten und noch 25, langsam runter und wieder tief nach vorne halten. Und wieder nach hinten. Letzte Mal nach vorne. Und nach oben. Sehr schön. Wir machen jetzt eine Übung im Stehen. Ausfallschritte, aber seitlich. Ja? Hier steht ihr hüftbreit. Geht mit dem rechten nach links und mit dem linken nach rechts. Runter, aber auch guckt, dass das Knie vorne nicht den Fuß überdeckt, ja? Müsst immer noch, wenn ihr runter guckt, eure Füße sehen, eure Schuhe. Und wir beginnen jetzt mit links nach rechts. Versucht so weit, wie es geht vom Knie her. Und wenn ihr das Knie kurz auf den Boden legen könnt, wäre natürlich auch super. Kurz antitschen, hoch, kurz antitschen, hoch. Bauch bleibt Richtung Wirbelsäule gezogen. Schulterblätter nach hinten an die Wirbelsäule nach unten, sodass wir hier gerade sind. Brust zeigt nach vorne. Wir fallen oben nicht ein. Noch 30. Und noch 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sehr schön. Wir gehen runter in die Liegestützhalte und Unterarmstütz abwechselnd. Wer es in dieser Position nicht schafft, hier geht halt auf die Knie. Guckt aber, dass er dann auch wirklich einen geraden Rücken macht. Ne? Nicht hier so, sondern schön nach vorne.
Und dann gehen wir halt tief und langsam wieder hoch. Ich gebe Kommando, ja? Und wir beginnen in 5, 4, 3, 2, 1 und los. Tief und halten. Hoch und halten. Tief, Spannung in der Körpermitte behalten. Po anspannen, Bauch reinziehen und wieder hoch. Und wieder nach unten. Und wieder hoch. Hälfte habt ihr gleich. In 5 Sekunden. Und wieder runter. Ich lasse euch immer ein bisschen Zeit, dass ihr immer wieder eure Körpermitte stabilisieren könnt. Ja? Und wieder runter. Halten. Und wieder hoch. Noch 20 Sekunden. Und wieder runter. Und wieder nach oben. Letzte Mal runter. Letzte Mal nach oben. Und langsam nach oben krabbeln. Sehr schön. So, wir fangen jetzt an. Wir gehen auf die eine Seite der Matte. In die tiefe Kniebeuge. Krabbeln dann nach vorne, bis wir hier sind. Halten. Knie bleiben oberhalb, so ein paar Zentimeter vom Boden. Und wir krabbeln wieder nach hinten. Wir fangen an in 5, 4, 3, 2, 1. Und nach vorne krabbeln bis in den Vierfüßlerstand. Mit dem einzigen Unterschied, dass die Knie den Boden nicht berühren. Und wieder nach hinten krabbeln in die tiefe Hocke. Und wieder nach vorne. Halten. Und wieder nach hinten. Nach vorne. Und nach hinten. Und nochmal nach vorne. Halten. Und nach hinten. Und nochmal nach vorne. Und nach hinten. Letztes Mal nach vorne. Und nach hinten und Pause. Sehr schön. Wir gehen schön nach oben. Und jetzt kommt eine Übung. Wir stellen uns wieder schulterbreit oder hüftbreit auseinander. Mit dem rechten Bein nach oben. Und wir kicken vorne. Wir kicken hinten. Wir kicken vorne und wir kicken hinten. Ja? Halbe Minute rechts, halbe Minute links. Bisschen was für die Balance ist immer gut. Und hoch. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Bauch bleibt Richtung Wirbelsäule gezogen. Schulterblätter an der Wirbelsäule entlang nach unten schieben. Ja? Fixiert einen Punkt auf dem Boden an, dann habt ihr eine bessere Balance. Noch zweimal, noch einmal und wechseln. Rechtes Bein in Standbein, linkes Bein in der Luft und zack, zack und zack, zack. Bauch bleibt Richtung Wirbelsäule gezogen. Und Pause. Sehr gut. So, wir gehen jetzt in die letzte Übung. Und das ist hier unser Buddha. Ja? Und nach oben. Tief, weit auseinander. Versuchen mit den Fäusten auf den Boden zu kommen und wieder hoch. In 10 Sekunden fangen wir an. Dann haben wir eine kleine Pause. Und dann geht es nochmal an 10 Übungen. Ja? 4, 3, 2, 1 und los. Und der Blick bleibt vorne, ne? Ihr bleibt vorne, zeigt hier euer Brustbein nach vorne. Ihr könnt auch weiter auseinander gehen, dann kommt ihr besser mit den Fäusten zum Boden.
Und ich merke, also ich springe ja jetzt gar nicht, ne? Trotzdem schwitze ich. Und wenn ich hier rumspringe wie eine Wilde, schwitze ich kaum. Das heißt, man muss nicht immer rumspringen, um ein anstrengendes Training zu machen. Aber manchmal macht Springen halt auch Spaß. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Pause, trinkt was. Wir haben jetzt etwas Pause und dann machen wir weiter nochmal mit 10 Übungen. Ja, wir haben jetzt noch eine Minute Pause. Kurz entspannen und ich schwitze. Ich schwitze. Ich schwitze. So. Wir gehen jetzt in die erste Übung und zwar gehen wir auf den Bauch und wir gehen in den Swimmer. Das heißt, wir heben den Oberkörper an, den Unterkörper an, Bauch ziehen wir die ganze Zeit zur Wirbelsäule und wir bewegen mit den Armen und mit den Beinen diese Bewegung hier, seitenverkehrt. Umso stabiler der Bauch, also der Rücken, umso höher können wir natürlich kommen. Ja? Auch eine Minute, ganz wichtige Übung. Weit nach vorne, Bauch rein, Popo anspannen, nach oben, Blick ist zum Boden und go. Bauch bleibt die ganze Zeit reingezogen und versucht die Arme wirklich ganz locker zu lassen, den Nacken locker. Hälfte habt ihr schon, noch 30 Sekunden. Und noch 20. Fünfzehn. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. 3, 2, 1. Erste Übung habt ihr von 10. Wir gehen jetzt seitlich in den seitlichen Unterarmstütz. Hier guckt, dass die Schulter, also der Ellbogen unter der Schulter ist. Becken hoch. Arm zur Decke. Oberes Bein anheben. Ja? Und jetzt zusammen und strecken. Ja? Zusammen und strecken. Und wir fangen an in 5, 4, 3, 2, 1 und los. Ein und aus. Ein und aus. Bauchnabel bleibt Richtung Wirbelsäule gezogen. Blick nach vorne. Brustbein nach vorne. Ein und aus. Ein und aus. Ein und aus. Ein. Fünf, vier, drei, 2, 1. Wechseln, die andere Seite. Genau das Gleiche. Schön gucken, dass das Ellbogen unter der Schulter, Knie sind etwas vor der Hüfte, Hüfte anheben, Arm anheben, Bein anheben und hier zusammen und auseinander. In 5, 4, 3, 2 und go. Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen. Einatmen, lang machen, ausatmen, ziehen. Noch 40.
noch 20. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Sehr schön. Und nach oben. Beine ausschlagen. So, wir gehen jetzt von einer Seite mit langen Schritten, indem wir tief gehen, zur einen Seite und wieder zur anderen Seite. Ja, sind es, sagen wir mal, zwei Schritte. Schön immer lang machen, tief gehen, hoch, tief. In 5, 4, 3, 2, 1 und tief, zusammen und anders, zur anderen Seite. Tief und tief. Tief, so tief, dass die Oberschenkel, wenn es geht, parallel zum Boden zeigen, ja? Parallel zum Boden, ja? Noch 10, 9, 8, 7, und lockern. Wir gehen auf den Boden. Handflächen oder Handspitzen zeigen nach vorne. Wir gehen hoch und kicken. Tief hoch. Ja, wir besetzen uns nie ganz auf den Boden. Wir gehen nur noch ein bisschen mit dem Po nach unten, um ein bisschen Schwung zu holen, um dann das Bein nach oben zu kicken. Aus dem Schultergürtel auch hier rausdrücken, nicht hängen bleiben, eher, sondern rausdrücken. Und go. Einatmen, aus. Noch 30. Fünfzehn. Sehr schön. Und wir gehen wieder hoch, gehen in die Liegestützhalte und ab und zu auf Kommando dann in den herabschauenden Hund. Ja, dann wieder in die Liegestützhalte. Auch da wieder gehen wir aus dem Vierfüßlerstand, Hände unter der Schulter, Knie unterm Becken. Dann strecken wir die Beine, ja. Und dann sind wir in der perfekten Liegestützhalte und da bleiben wir. So. Liegestützhalte, aus dem Schultergürtel raus nach oben drücken, Bauch rein, Po anspannen und halten. Und in den herabschauenden Hund. Versucht so weit wie möglich nach hinten mit der Brust Richtung Knie. Versucht die Fußsohlen komplett auf den Boden zu drücken. Und wieder in die Liegestützhalte. Aus dem Schultergürtel nach oben drücken, Bauch rein, Po anspannen. Und in den herabschauenden Hund. Und wieder nach vorne. Und wieder nach hinten. Und wieder nach vorne. Aus dem Schultergürtel nach oben drücken. Letztes Mal nach hinten. 5, 4, 3, 2, 1. Und nach vorne. So,
keine typische Bodyweight-Übung, aber etwas für die seitlichen Bauchmuskeln, ja, hier hoch und tief. Wir machen das jetzt eine Minute rechts und eine Minute links, ja. Und wir beginnen, ich muss noch vorher meine Hose ziehen, eBay. Und go. Ihr merkt, ich bin nicht alleine hier. Mein Choreograf sitzt da und gibt mir Anweisungen. Mich gerade darauf angesprochen, dass ich eine sehr schöne Hose anhabe. Die ist so weinrot. Ich sag ja, eBay Kleinanzeigen. Bauch rein. Schön seitlich so zusammenziehen, ne? Hier, genau. Und noch 15. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Kurze Pause, machen wir das Gleiche. Ich kann ja mal meine Hose zeigen hier. So, das Gleiche jetzt mit links. Wir haben noch, kann sein, dass wir eine Übung mehr haben, aber ist ja egal, ne? Noch vier Übungen haben wir. Also jetzt die linke Seite, schön für eine schmale Taille, ne? Der Sommer kommt, hoffentlich. Und ziehen. Einatmen, lang machen, ausatmen, ziehen. Versucht euch hier so klein, also lang zu machen wie möglich und hier so klein wie möglich, ja? Ziehen. Ein und aus. Ein und aus. Ein. Bauch bleibt trotzdem die ganze Zeit reingezogen. Jetzt schläft er ein. Ich muss ja total langweilig sein. Und ziehen. Ein und aus. Ein und aus. Noch 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wir gehen wieder runter. Bodyweight ist halt immer sehr viel in der Position Liegestützhalte und, ne? So, wir krabbeln jetzt. Wir machen jetzt den Krabbler. Wir gehen aus dem Vierfüßlerstand, gehen wir auf die Fußballen, heben die Knie an, rechte Hand nach vorne, linkes Knie. Ja, krabbeln nach vorne und krabbeln nach hinten, ja? Und los. Guck, dass die Knie wirklich ganz knapp über dem Boden sind, ne? Dass wirklich der Rücken so eine Linie ergibt, wie so ein Tisch. Und wieder nach hinten. Und wieder nach vorne. Und nach hinten. Und nach vorne. Jetzt läuft mir auch schon Schweiß in die Augen. Sieht es alles echt hier, ne? Und noch 20. Und 10. Und Pause und hoch. Ui, danke, Heiner. Und die nächste Übung, Beine öffnen, Beine schließen und die Arme nehmen wir mit, ja? Öffnen, schließen und die Arme mitnehmen. Jetzt machen wir was für die Koordination. Wir können auch erstmal hier mit dem Öffnen, Schließen anfangen und dann nehmen wir die Arme mit. Und los.
Bauch bleibt schön drin. Ja. Bauchnabel schön zur Wirbelsäule ziehen. Ich musste mir jetzt schnell eine Übung ausdenken, damit mir mein Schweiß nicht wieder in die Augen läuft. Aber ist ja auch nicht schlecht, ne? Ich hoffe natürlich, dass ihr auch ganz viel schwitzt. Sonst wäre ich ein bisschen enttäuscht. Und noch 20. Fünf, vier, drei, zwei, Pause. Das konnte ich ein bisschen trocknen. So, noch zwei Übungen, dann sind wir fertig. Wir gehen wieder in die Liegestützhalte und ziehen das rechte Knie zum linken Ellbogen und das linke Knie zum rechten Ellbogen. Auch ganz langsam, ja, wieder in den Vierfüßlerstand. Aus dem Vierfüßlerstand in die Liegestützhalte. Aus dem Schultergürtel nach oben drücken, Bauch rein, Po anspannen. Rechtes Knie zum linken Ellbogen und linkes Knie zum rechten, ja? In 5, 4, 3, 2, 1 und go. Und immer schön eindrehen, schön zur Seite drehen. Merkt ihr schön eure seitlichen Bauchmuskeln. Und der Po bleibt in der Höhe, ne? Der geht nicht, wandert nicht nach oben. Noch 25. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und nach oben. Beine ausschlagen. So, es war noch eine Übung. Ist aber eine Übung, wo wir bei entspannen, ja. Und wir bleiben auf der Stelle stehen und titschen. Ja, kleiner Step Touch. Und wir atmen durch die Nase ein. Und durch den Mund aus. Durch die Nase ein. Und durch den Mund aus. Einatmen. Und aus. Letzte Mal ein. Und aus. Und wir schlagen die Beine aus. Und die Arme aus. Und wir gehen mit der rechten Hand zwischen die Schulterblätter und ziehen und halten. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und lockern. Arme ausschlagen und mit der linken Hand zwischen die Schulterblätter und mit der rechten Hand Ellbogen fassen und schön nach unten ziehen. An der Wirbelsäule entlang die Hand nach unten ziehen. Und halten. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wieder ausschlagen. Und mit der rechten Hand schön nach links, mit der linken Hand den rechten Arm zur Seite nach links schieben, ziehen. Schulter bleibt tief und der Abstand zwischen Ohren und Schulter bleibt groß. Ja? Und halten. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lockern und die linke Hand nach rechts. Rechte Hand zieht. Abstand hier von der Schulter und dem linken Ohr groß halten. Fest. Schön nach unten drücken. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rechtes Bein übers linke. Linke Hand fasst rechten Arm. Und wir gehen nach links rüber und halten. 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lösen. Linkes Bein übers rechte. Rechte Hand fasst linke. Und wir gehen nach rechts rüber. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bein ausschlagen und das rechte Knie zur Brust ziehen und halten. Und lockern. Und das linke Knie zur Brust ziehen und halten. Und lockern. Nochmal einatmen und aus. Nochmal ein und aus. Ein und aus. So, das war jetzt unser HIIT Bodyweight Training für eine knackige Sommerfigur. Wir haben noch ein bisschen Zeit. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!